Hallo zusammen, ich möchte euch heute mein Setup vorstellen, das ich für eine ganz bestimmte Angelei verwende. Und zwar zum Angeln mit Soft Jerkbaits, aber auch zum Nachts Zanderwobbeln ist das ein Setup, das ich sehr, sehr gerne verwende. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Als Rolle habe ich jetzt hier eine Hypermag drauf, die ist aber für dieses komplette Konstrukt gar nicht so kriegsentscheidend. Da funktionieren auch alle anderen Rollen, die wir im Loose-Programm haben. Das Augenmerk liegt in dem Fall jetzt hier auf der Rute. Die ist nämlich speziell dafür gedacht, leichte Köder zu werfen. Jetzt in dem Fall hier so einen Soft Jerkbait, das ist die Weightless Plastic Version. Egal, ob ich jetzt einen leichten Twitchbait habe, mit dem ich nachts Zanderwobbel oder eben, wie wir es auch gerne machen, hier mit so einem Caffeine-Shad, habe ich mit der Rute die Möglichkeit, den Köder super auszuwerfen. Die lädt sich schön auf. Ich habe all die Vorteile wie in den anderen Modellen auch, mit den Windgrips, mit dem freien Stück Blank unter der Rolle, um eben guten Köderkontakt zu haben, um genau zu wissen, was macht mein Köder gerade unter Wasser. Den gummierten Trigger, eben möglichst guten Grip beim Halten der Rute zu haben. Ich habe meinen Bait Holder, um den Köder einhängen zu können. Ich habe die Beringung, so wie bei allen anderen TP1 Black Modellen, das heißt sehr eng gehalten. Dadurch ist eine super Schnurführung gegeben und die Rute ist eben für diese Angelei, wie ich sie nachts mache, auf Zander zum Beispiel optimal, weil ihr habt eine bisschen längere Route, das heißt auch vom Ufer an den Buhnen entlang habt ihr da die Möglichkeit, den Köder besser kontrolliert zu führen, aber sie ist trotzdem weich genug, dass der Zander den Köder sauber inhalieren kann, wenn er ihn attackiert, hat aber genügend Rückgrat, um die Fische dann auch wirklich zu drillen, gerade wenn sie dann vor der Rutenspitze einsteigen, ist es nie schlecht, da in der Spitze ein bisschen mehr Spiel zu haben, sodass der Zander den wirklich reinbekommt. Und ja, so ist es mein Lieblingssetup, gerade für diese spezielle Angelei. Aber eben auch mit Soft Jerkbaits im Sommer, im Kraut oder um Krautfelder herum ist es eine tolle Route, die ich gerne und viel im Einsatz habe. Ja, wenn ihr mehr zu diesem Setup wissen wollt, guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und das war es soweit von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.